Hallo und herzlich willkommen beim PLW Review Kanal. Heute erklären Adam und ich euch, wo man zum Einstieg in das WK1 Reenactment was kaufen kann und welche Kaufoptionen es im Allgemeinen gibt. Da dieses Video nicht leicht zusammenzufassen ist und dementsprechend ein bisschen länger geworden ist, holt euch was zu trinken und schaut es euch gerne bis zum Schluss an. Es lohnt sich und es erspart euch eine Menge Kosten. Das sind die Gürtel, kennst du von Fadi, ne? Ja. Aber wenn es hart ist. Wenn es einfach noch hart ist, kriegst du es teilweise wieder weich. Und die sind lächerlich teuer. Das ist jetzt hier ein Original. Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Heute bin ich mit Philipp hier. Den kennt ihr ja bestimmt aus den beiden letzten Videos, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt haben und der Ausrüstung damit. Und da haben ja viele von euch gefragt, wo man denn die Ausrüstung, die in dem Video gezeigt wird, herbekommt. Es ist ja so eine Sache. Es gibt nicht die eine Antwort und man kann auch nicht sagen, in dem Shop gibt's alles und wie in vielen Reenactment-Bereichen ist natürlich auch immer viel Schund dabei. Ja, also alles, was ich euch jetzt zeige oder was ich dazu sagen kann, das bedient überwiegend meinen persönlichen Anspruch an die Ausrüstung und die Uniformierung. Ne, es gibt natürlich von allem was Günstigeres, da muss man aber dementsprechend die Abstriche machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Frühkrieg an. Mhm. Das haben wir schon so ein bisschen aufgeteilt, wie es aussieht. Ja, also wir haben es grob aufgeteilt in Früh- und Spätkrieg. Also wirklich grob, ohne explizit jetzt auf gewisse Waffengattungen einzugehen. Das würde den Rahmen hier einfach sprengen. Da ist Frühkrieg, da ist Spätkrieg. Ist das so ein, so im Zweiten Weltkrieg ist es ja so 1941, 42, wo man sagt, da ist so der große Bruch passiert oder? Ja. 1915 war ein relativ großer Umbruch, da es dort zum einen den Schwarzfärbebefehl für die Lederausrüstung gab, wurde quasi gegeben, da sich das Leder in dem logaren Zustand nicht erhalten ließ und das sah A scheiße aus und B hatte es auch einen Tarnzweck. Und dann gab es natürlich nochmal den Punkt 1916, die Einführung des Stahlhelms, das hat natürlich nochmal das Bild des Soldaten stark verändert, ja, im Feld. Damit ist ja dann auch die Kriegerhaube so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Der Lederhelm, der Helm mit Spitze. Da ist schon der erste Fehler. Da geht's schon los. Pickelhauben sind immer ein Problem. Ich habe jetzt auch Pickelhaube gesagt. Siehst du? Erwischt. So schnell kann es gehen. Ja, so ein Hetzer. Ist ja umgangssprachlich. Pickelhauben sind immer ein Riesenproblem, da es die in den meisten Shop nur in einer Größe gibt, also eine Universalgröße. Das ist meistens die Hutgröße 62. Ich weiß, dass der Shop Hessen Antik, der hatte diese Hauben auch in unterschiedlichen Größen angeboten. Mhm. Der hat die nur aktuell leider nicht mehr auf Lager. Das, was ich hier habe, das war für mich persönlich ein Glücksgriff, weil ich einen fürchterlich kleinen Kopf habe. Also ich habe Kopfgröße 56, 57, das heißt, ich kann Originalhüte tragen. Oder allgemein originale Kopfbedeckungen. Also gibt es da für jede Kopfgröße eine eigene Hülle, sage ich mal so, oder ist das wie bei den Stahlhelmen, dass du halt verschiedene Futtergrößen hast? Die Hauben für die Mannschaften, die hatten Größen, mhm, und die für Offiziere wurden dann speziell angefertigt. Auf den Leib geschneidert. Genau. Mhm. Na, es war damals schick, Mützen sehr, sehr eng zu tragen. Also die lagen dann wirklich so auf dem Kopf drauf, dass man noch so diese 2 cm über dem Ohr hatte. Deswegen sage ich, die ist mir mit meiner Kopfgröße fast noch zu groß, aber wenn ich die aufsetze, dann sieht man, dass ich noch ziemlich viel Luft zwischen den Ohren und der Haube habe. Sieht man das denn? Sieht man das? Sieht man. Sieht man. Und wieso hast du da jetzt oben so einen Dödel drauf anstatt einer Spitze? So kennt man die ja so mit so einer... den Dödel. Das ist die Ausführung für die Feld- und Fußartillerie. Mit dieser Haube hatte ich Glück. Ich habe einen Repro-Korpus gefunden, der mir passt. Da muss man leider immer ein bisschen suchen im Internet. Da kann ich leider Gottes gar keine so klare Empfehlung aussprechen, mhm, weil manchen passt halt eine 62. Also wenn die einem jetzt passt, ist dann die von, was hast du gesagt, Hessen Antik? Ist die dann von Hessen Antik. Die ist auch, ich finde die qualitativ okay. Das wäre dann die von der Stange. Wenn man jetzt wirklich eine hochwertige Repro haben möchte, geht es aber dann schnell ins Geld. Wie immer mit Sachen, die qualitativ hochwertig sind. Hast du da eine Summe irgendwie im Kopf? Oder kannst ins Geld gehen? Was höheres, dreistelliges. Also 600, 700. Und im Dreh. Na, da kann ich zum Beispiel, wenn es aus Deutschland sein soll, kann ich da den Kammerbullen empfehlen. Die machen sehr gute Repros. Die verkaufen auch separat in Reproduktion die Zerade.
Das sind bei mir jetzt Originale, weil ich die ausgetauscht habe, weil ich ein bisschen merkwürdig bin. Hm. Und Repro ist immer schlecht. Ja, wie ist das denn mit der Form? Also ich kenne das ja aus dem Zweiten Weltkriegsbereich, wenn man da Requisiten kauft, dann sind ja zum Beispiel die Helme sind von der Form einfach falsch. Und die Mützen teilweise auch. Geht das bei den Leder... Das geht. Das geht? Das geht bei den meisten. Es gibt viele China, ich sag jetzt mal grob China, also aus dem nicht-europäischen Raum Produktionen, die sind halt einfach falsch. Mhm. Aber offensichtlich falsch. Aber gibt es da so einen Punkt, wo man, oder zwei Punkte, wo man sagt, wenn man jetzt, sage ich mal, so eine, wie heißt das, Lederkappe mit Spitze? Lederhelm mit Spitze. Lederhelm mit Spitze hat. Gibt es da irgendwie, wo man sagt, guckt dahin oder guckt hierhin oder generell einfach ein Originalbild nehmen und vergleichen? Oder? Also ich habe es mit Originalbildern gemacht und verglichen. Hm. Na, da muss ich sagen, da ich mit der Frühkriegsdarstellung auch erst vor ein paar Monaten in dem Sinne angefangen habe. Also die Fachkundigen werden schon sehen, ich habe ein preußisches Zerat drauf, aber noch eine hessische Kokarde an der Seite. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Das wird auch noch abgeändert. Also das kommt noch nicht. Genau. Mit Gott für... König und Vaterland. Richtig. Das ist das Zerat für Preußen und das sind wie gesagt Originale, die ich dann an diesen Helm angepasst habe. Mhm. Deswegen sieht man hier leider auch noch das Loch von dem alten Zerat. Aber diese Kokarden, die sind quasi nicht fest, die kann man dann ja einfach... Genau, die sind austauschbar. Ne? Da ist der Knopf 91 dran, wie auch später im Stahlhelm, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Und da kann man diesen Sturmriemen, Kinnriemen einfach abmachen und dann kann man diese Rosetten einfach austauschen. Jedenfalls bei den Mannschaftspickelhauben, bei den Offizierspickelhauben ist es nochmal ein bisschen was wahrscheinlich dann wieder aufwendiger mit Silber und... Bei den meisten Reenactment-Geschichten empfiehlt es sich ja meistens, mit einem Mannschaftsrang anzufangen. Ja. Also es empfiehlt sich halt nicht, wenn man neu ist in dem Bereich, direkt einen Offizier darzustellen. Erstmal, weil das dann ja meist maßgeschneidert war. Zumindest bei den Deutschen weiß ich das im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass das ja eigen beschafft wurde. Das heißt, es muss dann auch alles vernünftig sitzen und man braucht natürlich viel speziellere Sachen, als wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt der Schütze Arsch. Also bei Mannschaftern ist auch zum Beispiel auch schon das Angenehme, da waren die Uniformen nicht immer maßgeschneidert. Ja, aber zu der Kleidung kommen wir bestimmt später noch. Die Ausrüstung, die ist ja nicht größenabhängig, ne? Nein, absolut nicht. Das ist jetzt hier Frühkrieg, weil... Unbehandeltes Leder, ein Loga. Ja, Loga. Die wurden direkt in Naturfarbe ausgegeben. Und die dunkeln dann natürlich nach. Man sollte Leder immer pflegen, das muss geölt werden. Das gilt für alle Lederteile an der Ausrüstung immer. Grüße an Chefski. Und sie wurden dann so ausgegeben. Das ist jetzt zum Beispiel eine sehr hochwertige Replika vom Leibriemen. Ich sehe schon, der ist auch relativ dick. Also genau. Wenn man das mal sieht hier in der Kamera, das ist halt schon... Es ist ein Unterschied zu einem Repro. Ich würde schätzen, 5 mm sind das halt schon. Und das sind halt eher so 2, 3. Kann ja immer so... Und wo kriegt man jetzt so einen vernünftigen Leibriemen her? Genau, also diesen Leibriemen, den bekommt man von Ralf Beuerle. Den kann man auf Facebook anschreiben. Und der macht viele Ledersachen nach traditionellem Herstellungsverfahren. Aber einen eigenen Shop oder sowas hat er nicht? Also das kann man über anschreiben? Richtig, das läuft nicht. Den muss man anschreiben auf Facebook, ist man nett und freundlich, sagt, was man haben möchte und in der Regel schickt er einem dann eine Liste, was er anbietet. Mhm. Er bietet nämlich zum Beispiel leider keine Patrontaschen an. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass die relativ schwierig herzustellen sind. Aber das ist jetzt mal im Zweiten Weltkriegsbereich ja ähnlich, dass je hochwertiger man die Ausrüstung haben möchte oder je authentischer, desto schwieriger ist die zu bekommen, beziehungsweise man muss immer direkt zu den Herstellern, die das machen, hingehen. Das kriegst du halt nicht in den drei großen Shops, sondern das ist dann meistens auf Nachfrage. Na, aber da muss ich auch wieder sagen, es ist wie immer persönlicher Anspruch. Mhm. Also sowas geht natürlich... Sowas funktioniert halt eine Zeit lang, ne? Aber man sieht, den habe ich noch nicht unendlich viel benutzt und er ist schon sehr weich. Ja. Was ja nicht schlecht ist für Leder, sollte ja weich sein, aber das ist halt eine komplett andere Adresse. Der hält halt auch was. Na, man hat ja doch irgendwann relativ viel Gerödel am Leibriemen und wenn er dann strapazierfähig ist, hat man da auch lange Sicht. Und über den Daumen gepeilt, ich weiß ja im Zweiten Weltkriegsbereich, sag ich mal so, da kriegst du halt so einen Leibriemen, kriegst du bei den billigen Herstellern, kriegst du den teilweise für 5 bis 10 Euro, so einen Riemen. Und bei einem vernünftigen, das ist zum Beispiel Marek Tonega, kostet es halt dann...
Also 20 Euro so ein Riemen ist jetzt, weiß ja nicht, wie es im ersten Weltkriegsbereich ist. Also im ersten Weltkriegsbereich, der ist teurer als 20 Euro. Na, das hat aber schon was mit der Lederqualität zu tun. Der ist auch bedeutend dicker als die im Zweiten Weltkrieg. Ja. War das beim Original auch so, dass die... Genau, also der hat wirklich die Dicke wie die Originale auch. Und wenn man jetzt eine originalgetreue oder eine originale Bluse, Rock, was auch immer hat, dann merkt man, dass die genau in die Leibriemhaken, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal in die Koppelhaken, die passen da auf den Millimeter genau rein. Die sind ja fest vernäht im ersten Richtig, Weltkrieg. Richtig. Und da passen die halt, passt so ein Leibriemen halt direkt rein und sitzt bombenfest am Körper. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich. Daher hat sich für mich die Investition da auch gelohnt. Auch hier kann ich keine Preise mehr aus dem Kopf sagen, da ich in der Corona-Zeit überwiegend gekauft habe und nicht dargestellt habe, wie es halt so ist. Ja. Du konntest ja nicht raus, ich habe halt nur gekauft wie ein Beschrobter und habe jetzt mir nicht alle Preise gemerkt. Aber es ist halt aber eben... Aber so Daumen gepeilt? Ja, mehr als 50, weniger als 50. 50, 60, 70 Euro. Ist natürlich eine Ansage. Aber es ist halt handgemacht in Deutschland. Ne? Richtig. Wahrscheinlich so eine Anschaffung zu leben. Für das Reenactment-Leben. Richtig. Wer den kaputt kriegt, der will den kaputt kriegen. Das ist dasselbe ist mit dem Spatenleder und dem Bajonettschuh. Die sind auch von Ralf Beuerle. Ne? Auch dieselbe Sache. Bei dem Bajonettschuh, die sind vernünftig vernietet. Das ist ja immer so ein Problem bei diesen Repro-Bajonettschuhen, dass diese... Ja, ich habe es jetzt natürlich weise wie nicht ich... mal den hier. Ja, das ist aber ein Repro. Ja, es geht ja nur darum, dass man so zeigt die Stellen, wo die halt dann meistens reißen. Ja, guck mal, das... Minuten, zack. Genau, die reißen nämlich überwiegend an dieser Stelle. Genau da, ja. Ne? Weil bei den Repros diese Nieten nicht durchgenietet sind, sondern die sind... aufgesetzt, geklebt, also es ist manchmal, ich habe schon das Lächerlichste gesehen. Manchmal durchgenietet, aber teilweise fehlen da auch die Verstärkungsnähte hier oben, dass die dann halt eben durch den Zug des Seitengewehrs einfach dann einreißen. Das sind ja die Nähte, die man hier ziemlich gut sieht. Oder die mangelnde Materialstärke oder Güte. Leder ist ja nicht gleich Leder, das ist halt immer... Wenn halt Leute dann fragen, ja, aber der Koppelschuh ist aus schwarzem Leder, ja, aber das ist dann vielleicht... Schichtleder, wenn du Pech hast. Ist dann vielleicht halb so dünn und ist halt auch noch irgend so ein Leder, was von irgendwo vom Tier herkommt. Genau. Und nicht vom besten Teil, sag ich. Richtig. Ja. Und das ist ja wirklich, also das ist ja richtig dick. Ja. Und das waren jetzt so, bei der Lederausrüstung die teuren Sachen. Jetzt so Sachen wie Brotbeutelriemen oder auch diese Patronentaschen. Die kann man ziemlich gut bei Nestorf kaufen. Also Nestorf kann man auch grundsätzlich, wenn man jetzt eine günstigere Variation vom Leibriemen haben möchte, kann man die auch gut bei Nestorf kaufen. Also die stellen auch selber die Stiefel her für den für den ersten Weltkrieg auch. Ne? Und da muss man halt eben sagen, Leder können die halt gut. Da kann man echt wenig meckern. Ne? Wenn man sich die Patronentasche anguckt, die ist, finde ich, sehr gut verarbeitet. Sie hat Messingbeschläge, das sieht man halt eben auch selten. Ja. Das ist eine Sache, wo man ein bisschen drauf achtet. Und es passen natürlich auch die Patronen rein, so wie sich das gehört. Also ja, das sind gute Taschen, die kann man sehr gut verwenden. Also überwiegend für technische Truppen, Pioniere und Artillerie. In dem Fall ist ja nicht die gängige Patrone. Also bei Ledersachen quasi... Ralf Beuerle. Für... Den verlinken wir bestimmt dann auch in der Beschreibung. Ja, genau. Und ansonsten sagst du, Nestorf ist da... Ja, genau. Also richtig, Nestorf ist auf jeden Fall die nächstbeste Adresse, wo man Ledersachen gut kaufen kann. Ja. Kann ich mich persönlich nicht beschweren. Das gilt auch für die Trinkflasche, also die frühe Feldflasche, da gibt es halt auch nichts dran zu meckern. Die ist auch von Nestorf und sie macht halt das, was sie soll. Der Bezug ist vernünftig, das Leder ist vernünftig, sie hat die Windrosen. Das habe ich ja gehört, das ist im WK2 immer oder so ein Trauer. Gibt's nicht. Also es gibt wohl ganz kleine Hersteller, die das herstellen, eben mit diesen Windrosen, wo der Bezug auch stimmt, aber die meisten sind halt irgendwie grün oder haben halt irgendwelche Knöpfe. Und im Erste Weltkriegsbereich scheint es mittlerweile angekommen zu sein, dass so ein Komplettset... Ja, aber dafür muss man halt auch sagen, sind viele andere Sachen im Ersten Weltkriegsbereich absolut nicht angekommen. Ja. Na, aber das Ausrüstung ist immer so das eine, das geht immer ganz gut. Schwierig wird es dann bei der Uniformierung. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Da kommen wir noch zu, da wird es nämlich richtig wild. Und das ist jetzt sozusagen Frühkrieg, deswegen auch Rotbeutel mit der Farbe. Ja, das ist schwierig. Also es gab ja kein Rahl. Ja. Und die Farbe wird in Fachbüchern meistens als rotbraun bezeichnet. Hm. Na, aber es ist
gibt halt diverse Farbvariationen. Also wenn ihr jetzt ein Brotbeutel... Ist das der Brotbeutel von Schifferfabrik? Ja, ne? Das ist der von Nestorf, also muss das der von Schipper sein. Ja. Gut. Na, ich finde das schade, dass es den Shop nicht mehr gibt, muss ich sagen. Die hatten nämlich einen sehr, sehr geilen Tornister. Hatten. Den haben sie jetzt vielleicht bei Nestorf. Nein. Schade. Das wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach. Genau. Und jetzt fängt es nämlich an, kompliziert zu werden. Trinkbecher. Im Zweiten Weltkrieg absolut kein Problem, da kannst du die Repos nehmen, ja. Die kosten 9 Euro oder sowas. Und im Ersten Weltkrieg kann man, wenn es gar nicht anders geht, nee, kann man nicht, weil die sind viel kleiner. Nee, also ja, die sind... Schade eigentlich. Ja, also das ist jetzt ein Original, da hatte ein lieber Kollege von mir, der hat die auf dem Flohmarkt für 5 Euro irgendwie 6 Stück gekauft oder so, hat dann gleich schlecht. Zack, ab dafür. Und da hat er mir halt einen mitgebracht und was halt sehr schön ist, der ist in Sommerfeld gestempelt, 1914. Und da kommen wir später zu, bei meiner Trinkflasche, bei meiner originalen Spätkrieg-Trinkflasche, die ist auch in Sommerfeld gestempelt. War ein ulkiger Zufall. Aber genau. Den hatten alle oder ist das so ein Gimmick? Weil ich habe auch Bilder gesehen, wo die den dann nicht dran hatten. Es hatten auch teilweise Leute Zivile. Normalerweise gehört dieser Becher auch in den Brotbeutel. Ja. Na, also viele haben ihn hinten dran im Reenactment. Habe ich auch schon auf Bildern gesehen. Aber eigentlich die offizielle Aufbewahrung ist im Brotbeutel. Hm. Da gehört er rein. Aber da gibt es keine Repo von quasi. Nicht eine nennenswerte. Mir ist keine bekannt. Sagen wir es mal so. Aber bei denen kann man Glück haben, dass man die wirklich auf dem Flohmarkt bekommt. Die gibt es später. Die gab es dann später aus emaillierten Stahl. Mhm. Und die sind lächerlich teuer. Also lächerlich teuer, ich rede von 170 Euro für so einen Kackbecher mit Loch drin. Na, aber das ist halt eBay, die Militärpreise. Aber man kann, wenn man jetzt kein Original hat, kann man quasi einfach einen emaillierten normalen Becher dann... Genau, das habe ich nämlich eine Zeit lang gemacht, bevor ich den bekommen habe, habe ich einfach einen normalen emaillierten Becher benutzt. Mhm. Das geht auch, also die haben vermutlich... Das ist immer der Unterschied zwischen Regel und dem, was im Feld dann gemacht wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die auch private Becher dann genommen haben. Weil hier passen ein Viertel Liter rein. Das fällt nichts. So 52 Milliliter. Ja, das ist korrekt. Das ist Mathe. Was ist das? Das kommt später. Das kommt später bei der Bekleidung. Das ist teuer. Oh, dann will ich nichts gesagt. Also nicht anfassen. Lieber nicht. Das ist nicht zum Benutzen da. Und hier, der Trottel. Der Trottel mit Doppel-T, ja. Nein, also die Trottel, die habe ich tatsächlich auch bei Nestorf gekauft. Nestorf hat ein großes Angebot, das ist in dem Fall jetzt die 11. Kompanie. Die kann man bei Nestorf kaufen. Hm. Na, also die Trotteln, die sind leider in der Reproduktion einen Ticken überdimensioniert als die Originale. Aber ich glaube, ich finde, das ist kein Problem, weil sich dann Original für 300 Euro dann zu baumeln, ist halt das zu ist schade. Ein blöd, ja. Und dann kann man lieber die Reproduktion für 20 Euro nehmen. Die macht halt das Gleiche. Apropos Nestorf, ist das auch so die goldene Mitte für Schuhe? Das ist ja so im Zweiten Weltkriegsbereich, so, ja. Da gibt es ja Lederarsenal, die halt wirklich hochwertige, maßgeschneiderte Schuhe herstellen. Und Nestorf ist so mittelteuer und aber auch. Genau. Vernünftig gut. Also wenn du mich fragst, gibt es bei Schuhen wirklich nur diese beiden Optionen. Also entweder du gehst zu Nestorf und kaufst dir da die Schuhe, die sind vernünftig. Und wenn man die, wie gesagt, dementsprechend gut pflegt, kann man die auch gut tragen. Da freut er sich. Ja. Es ist aber halt nun mal so. Ja. Ne? Es ist jetzt halt eben da in dem Fall blöd gelaufen, aber grundsätzlich ist das ein vernünftiger Schuh. Unbedingt in jedem Paar Nestorf-Stiefel ist ein Pflegehinweis drin und vor erster Benutzung auf jeden Fall. Da haben wir auch ein Video zu gemacht. Lederpflege, Schuhpflege, ganz wichtig. Das verlinken wir auch mal hier oben. Da zeigen wir nochmal, wenn man wirklich Schuhe das erste Mal in Betrieb nimmt. Ich weiß nicht, wie das bei Lederarsenal ist. Kriegst du die schon fertig? Also du bekommst die fertig produziert. Aber noch pflegen musst du die selber. Gut. Und das finde ich auch vernünftig, dass er sich dazu entschieden hat, das so zu machen, weil jeder pflegt seinen Schuh anders. Ja. Und ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob es Allergien gegen Rizinusöl gibt oder so. Es gibt bestimmt eine Allergie dagegen. Und bevor du dann nachher die kosten ja nun auch 300 Euro um den Dreh. Etwa 300. Und hast dann nachher einen Schuh, den du nicht an Fuß ziehen kannst, weil der dann anschwillt wie sauer. Das hat halt auch keiner mitgewonnen. Und daher, Lederarsenal ist aber für mich auch eine ganz klare Empfehlung, sowohl für WK1 als auch für WK2 Schuhe. Und ganz besonders, weil das ist nämlich eigentlich der Grund, warum der überhaupt diesen Shop eröffnet hat, ist, der verkauft eine 1A
US-Bürgerkriegsausrüstung. Wenn ich das hier mal kurz mit reinverlinken darf, ist ein völlig anderes Thema. Vollkommen anders, aber auch. Kann ich aber empfehlen. Ja. Genau. Also, das ist dann da so der Ansprechpartner. Ja. Der Lederarsenalschuh, das ist halt eben, wenn man da bereit ist, einfach den doppelten Preis von den Nestorf-Schuhen zu bezahlen. Und nicht ganz den doppelte. Also, die Nestorf-Stiefel im Zweiten Weltkrieg kosten ja so 170. Ach, Quatsch, sind die teurer geworden? Also die kosten ja 163, 170 etwa. Mhm. Ungeschwärzt natürlich, das muss man noch mit draufrechnen. Muss man, also, im Ersten Weltkrieg, wenn man sie im Frühkrieg benutzt, ja nicht, dann sind die ja quasi natürlich braun, also ungeschwärzt, und später muss man die natürlich noch schwärzen, das heißt, dann hast du noch riesig noch Öl und Leinen. Aber das kauft man einmal. Das hat man eigentlich generell da, wenn man irgendwie eine historische Darstellung macht, muss man halt, das sind halt Sachen, muss man sich ja auch überlegen, die sind über 100 Jahre alt. Also jetzt nicht die Reproduktion, sondern das System dahinter. Das ist nicht mit heutigen Lederschuhen zu vergleichen oder einfach, die imprägnierst du einmal und dann ziehst du die halt an und meistens trägst du die halt eh nicht so lange, wie sie eigentlich halten könnten. Und das Schöne an dieser ganzen Ölungsgeschichte ist, man kann auch alte Sachen damit wirklich nachhaltig retten. Ne? Ja, wenn Leder einmal kaputt ist, dann ist es natürlich kaputt. Wenn es kaputt ist, aber wenn es hart ist. Wenn es einfach noch hart ist, kriegst du es teilweise wieder weich. Da muss man natürlich aufpassen. Da gehen die Meinungen auseinander, was historische Erhaltung angeht. Von zum Beispiel Helminfuttern, dass sie dann nachdunkeln und solche Geschichten. Aber das machen sie mit der Zeit aber eh. Ja. Gut, aber sei es drum, wir schweifen gerade völlig ab. Was sagst du zu Originallederartikeln? Sollte man die tragen oder nicht? Wenn man jetzt, sage ich mal, einen Originalkorb beschwört, oder sollte man sich eher in die Vitrine legen? Also bei Ledersachen, ich würde mir in die Vitrine legen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Also ich habe auch eine originale Unteroffizierstrottel, da kommen wir später noch zu. Da habe ich überlegt, ob ich sie benutze, weil die ist ganz schön runtergerockt. Mhm. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, also das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich mir, jetzt ist es für einen Krieg gemacht. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, gut, aber vor du musst 100 halt 100 Jahre alte Sachen auch nicht überstrapazieren. Ja. Ich würde auch zum Beispiel, es gibt auch immer wieder originale Schuhe. Ja. Also es gibt ja Leute, die machen sowas. Und aber die Schuhe waren damals ja auch schon ein Verschleißgegenstand. Natürlich. Das war ja nicht dafür gemacht, dass du jetzt da 30 Jahre dann rumrennst. Ja. Wie sieht es da mit Koppelschlössern aus? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Kann man Originale nehmen? Die sind ja ein bisschen anders gefertigt als im Zweiten Weltkrieg. Ja, also die Originale kann man auf jeden Fall nehmen. Das ist jetzt aber ein Repro. Das ist ein Repro von? Ja. Wo hast du die her? Nestorf. Nestorf? Bin ich mir recht sicher, dass ich die Kastenschlösser oder Koppelschlösser, wie auch immer man das jetzt schimpfen möchte, die habe ich auch bei Nestorf gekauft. Ja. Das habe ich dann ein bisschen bearbeitet, weil die sehen neu halt eben lächerlich neu aus. Ja. Und das habe ich relativ stumpf gemacht. Ich habe es einmal mit dem Stahlschwamm abgerieben und habe dann kurz Essig drüber gekippt und habe es dann liegen lassen. Und das ist halt auch von der Machart quasi ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, diese Lasche. Und so ein Koppelschloss sieht man ja relativ selten von hinten. Da ist eben das eigentlich egal. Also ich möchte mir natürlich noch einen Original zulegen, aber die Preise für die Originalgeschlosser, die schwanken extrem. Mhm. Na, also das geht, die bewegen sich irgendwo preislich zwischen 50 und auch wieder 185 Euro. Na, also das ist wirklich je nach Zustand, ich möchte es fast frech nennen, was sie da an Geld haben wollen. Da die ja später auch aus Eisen waren, die gibt es dann teilweise, die sind so krass verrostet. Ja. Und dann wollen die da noch 100 Euro für haben, da braucht man sich auch manchmal was bei denen. Und da gibt es dann ja auch im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, je nach Land, das man darstellt, ja auch verschiedene Sprüche. Sprüchlein, neckische. Die bekommt man auch alle bei Nestorf. Also wirklich. Alle? Ich möchte meinen alle bis auf Mecklenburg-Strelitz. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher, obwohl wer stellt schon Mecklenburg-Strelitz da? Aber das ist zum Beispiel eins der Kastenschlösser, von denen ich weiß, dass man da nicht so einfach rankommt. Ja, ja, weil wir es ja gerade nochmal von der Lederpflege hatten, möchte ich noch dazu sagen, dass man, wenn man sich so eine, also die gab es in unterschiedlichen Materialien, aber wenn man sich eine aus Leder holt, dann braucht man dafür auf jeden Fall einen Hutständer, weil Leder ist ein Naturmaterial, das arbeitet, das bewegt sich. Und wenn man die so wie ich jetzt einfach nur auf den Tisch stellt oder einen Schrank, wie auch immer man die lagert, dann muss man halt damit rechnen, dass die über die Zeit einfällt. Hm. Na, das ist halt so, da gab es also damals... Die dann durch das Gewicht von... Richtig, also gut, ja, doch. Es ist halt Leder. Richtig, es ist halt Leder, es fällt ein, es geht auf, die verformt sich. Ja. Das ist halt leider so. Dass alternativ einfach die ganze Zeit auf dem Kopf behalten. Das ist auch eine Alternative. Oder es gibt auch Hersteller, da muss ich dann nachher mal den Namen raussuchen, schreibt man dann auch mit in die Videobeschreibung. Oder blenden es hier ein. Oder blenden es hier ein. Ja. Da gibt es auch Hersteller aus Polen und Tschechien, die machen sehr gute Repros, zum Beispiel auch aus Filzhauben.
Aus was? Aus Filz. Ach so, aus Filz. Ja. Das war so ein Ersatzstoff, den man damals benutzt hat und das... Ersatzstoff, das ist doch unser Stichwort, wo wir gleich in den Spätkrieg richtig gehen. Da schwankt man jetzt mal rüber in den Spätkrieg. Hier kann ich jetzt natürlich, wie gesagt, nur die Ausrüstung zeigen, die ich für meine MG-Scharfschützen-Unteroffiziersdarstellung habe. Du möchtest mit dem Helm anfangen? Ich möchte mit dem Helm anfangen, weil wir gerade schon beim Lederhelm mit Spitze waren. Das mit dem Helm ist auch ein sehr leidiges Thema. Ich werde auf Instagram sehr oft gefragt. Oder auch Johnny hatte mich letztens angeschrieben, dass über die letzten Reviews sehr viele Fragen kamen, wo man einen vernünftigen Repro-Helm herbekommt. Vernünftig und Repro-Helm kenne ich aus dem Zweiten Weltkriegsbereich mit Nein. Richtig. Und das ist auch leider meine Antwort, die ich dazu sagen muss. Es gibt keine vernünftige Repro. Leider. Na klar, man kann sich so ein Repro-Ding aufsetzen, die kosten 80 Euro oder weiß der Geier was. Dann sieht man aber halt eben auch aus wie eine Wurst. Das ist halt so. Angesprochen. Genau, das ist wieder der Knopf 91, wie bei dem Lederhelm auch. Ist ja auch direkt ein M16-Modell. Richtig. Stahlhelme generell haben wir ein Video zu gemacht, wo die alle mal erklärt werden und das nochmal im Detail auch die Entwicklung und wo das überhaupt herkommt und so. Dann würde ich sagen, sparen wir uns das. Ja. Kaufberatung. Du sagst also, es sollte ein Original sein, wegen der Form. Genau. Wenn man sich das leisten möchte, leisten kann. Also die können günstig sein, man muss halt eben bei der Beschaffung des Stahlhelms muss man Geduld mitbringen. Da muss man regelmäßig eBay durchschauen, eBay Kleinanzeigen. Es gibt ganz viele Leute, die verkaufen solche Helme als Feuerwehrhelme für einen Huni. Da hat man Glück, ne? Da muss man sich aber mit beschäftigen, damit man wirklich die Unterschiede erkennt. Infutter? Sind meistens nicht dabei. Aber gibt es da eine Empfehlung als Repro eigentlich? Ja, das Infutter habe ich bei Lomax Militaria gekauft. Die bieten da sehr gute, also finde ich, sehr gute Infutter von der Qualität her an. Also gerade, weil das ist ja das frühe Infutter aus Leder. Ja. Und bei dem M17 war es. M17 war es dann aus Stahlblech. Und die Nieten gibt es ja auch bei Lomax? Die sind ja meistens so eine Schicht oder sind das einfach? Das sind Originalnieten. Die habe ich bei eBay gekauft für lächerlich viel Geld. Und wenn man nicht lächerlich viel Geld für Nieten ausgeben möchte, gibt es da eine Alternative? Ja, da auch Lomax bietet ein Set Nieten an. Das kann man nehmen. Also das kann man gut nehmen. Ja. Ich hoffe, dass sie die jetzt noch im Angebot haben. Ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, aber ich möchte meinen, die hatten damals auf jeden Fall einen Satz Nieten dabei. Weil bei den Nieten beim WK1-Helm muss man drauf achten. Die hatten vorne links und rechts eine flache Niete. Und hinten haben die eine etwas größere Niete. Einen Niet oder wie es eigentlich heißt, Splint. Verzeihung. Das wurde mir doch angezählt im Helmvideo, dass das ein Splint ist und kein Niet. Gut, dann wollen wir das hiermit verbessern. Natürlich, er wird ja auch aufgesplintet. Ja. Wenn man mal 2 Minuten drüber nachdenkt. Ne? Apropos 2 Minuten drüber nachdenken. Wenn ich mir jetzt einen Helm kaufe, ich weiß, wie groß mein Kopf ist. Richtig. Passt ja natürlich nicht jeder Helm auf jeden Kopf. Nein. Gibt es da irgendwie ein Erkennungsmerkmal? Ja, also es gibt einmal das einfachste Erkennungsmerkmal, je nach Zustand des Helms. Man hat im Helm immer eine Stempelung in der Helminnenseite mit dem Hersteller und der Glockengröße. EE62. Korrekt. Und wenn man das nicht hat oder nicht erkennen kann oder das so verrostet ist, keine Ahnung, was macht man dann? Dann kann man sich an den Lüftungsbolzen, heißen die offiziell, also an diesen Hörnern, kann man sich orientieren, da zu diesem Helm dieser besagte Stirnschild mit eingeführt wurde, den es aber nur in einer Größe gab, nämlich in der Größe 66, kann man sich an diesen Unterlegscheiben an den Bolzen orientieren. Die sind nämlich bei dem 62er, haben die diese Größe und beim 64er sind die nochmal ein Stück größer und bei der 66er Glocke sind diese Unterlegscheiben nicht vorhanden. Die haben dann quasi nur einen durchgängigen Bolzen ohne Unterlegscheibe. Also quasi je kleiner der Helm, desto größer diese Unterlegscheibe und Unterbolzen. Richtig, damit dieser Einheitsabstand eingehalten wird. Ja, für das Schild ist ja richtig. Klar. Den Schild. Den Schild. Das Schild ist im Verkehr. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo man drauf achten sollte beim Helm? Es ist schwierig zu erklären, wenn man noch kein Original in der Hand hatte. Ich finde immer, wenn man ein Original einmal gesehen hat und das Gehirn darauf eingestellt ist, worauf man achten muss, dann erkennt man die gut. Na, also man kennt es meistens an der Bürtelung, ne, die wurden ja noch mit der Hand umgeklöppelt. Im Zweiten Weltkrieg.
und halt an der Form, also schon allein an dem Winkel, in dem quasi der Nackenschild absteht und natürlich auch wie in den WK2, bei den WK2-Helmen erkennt man das ein bisschen an dieser Linienführung vom Gesichtsschild. Also es ist schwierig, Helm ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat, sich eine originale Glocke zu kaufen. Die kann man auch gut restaurieren. Also wenn man jetzt eine wirklich bös verrostete Glocke hat, dann muss man sich da halt eben mal eine Woche hinsetzen und muss die... Das sage ich jetzt halt eben mal so, natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit. Gibt natürlich auch Leute, die, sage ich mal, renecten wollen, aber jetzt handwerklich ja nicht unbedingt die besten oder vielleicht auch nicht die Zeit haben. Gibt es da irgendwie einen Anbieter, wo du sagst, da kann man Originale schon in fertigen, weiß nicht, Stand kaufen? Es gab mal Omas Kiste. Da gab es mal einen guten. Aber unterdessen haben die auch den Standardhelm, den du auf jeder Seite kaufen kannst. Okay, also gut heißt im Sinne von akzeptabel für das Laienauge nicht zu unterscheiden, sagen wir es mal so. Es ist halt eben auch sehr hochgestochen. Helm ist, finde ich, super schwierig. Aber den bräuchte man ja auch erst ab 1900. Ab 1916, und genau. Auch nicht überall. Aber das ist, muss man auch sagen, halt die Periode, die im WK1 bevorzugt dargestellt wird. Ja, das ist natürlich das Coolste. Richtig, weil Stahlhelme cool sind. Helm original, Gasmaskendose. Richtig, Gasmaskendose kann man original kaufen, muss man aber nicht. Je nachdem, welche Zeit man darstellen müsste, das wäre jetzt die Gasmaskendose zu der Ledermaske. Ledermaske Modell 17. Hast du die da drin? Nein. Schade. Ich habe natürlich die Rahmenmaske drin, weil ich eher so den Bereich 1916 darstelle. Die ist jetzt hier drin. Das ist die Rahmenmaske aus gummiertem Stoff. Die kann man kaufen bei Hessen Antik. In den USA? Nein, Hessen Antik hat einen deutschen Shop. Und da kann man die Gasmaske kaufen und da bekommt man tatsächlich auch die frühere Gasmaskentasche dazu. Diese Stofftasche? Genau, diese Stofftasche, die zeigt man irgendwann später mal. Die Beriemung, die muss man an jeder Gasmaskenbüchse auswechseln. Die ist nämlich meistens Müll. Ja, weil es Müll ist. Ja. Richtig. Gibt es da Hersteller? Ja. Dessen Namen ich vergessen habe, das ist mir sehr unangenehm. Dann blenden wir ihn hier einfach ein. Ja, genau. Das ist, aber der hat auch eine Shopseite auf Facebook. Das ist ein Hersteller, der macht auch gute Lederkoppel übrigens. Ja, das ist ein Lederer und der verkauft dieses Band aus Ersatzmaterial. Dann geht's weiter. Lederkoppel geschwärzt. Hat man schon drüber gesprochen, ist Nestorf, genauso wie das Kappelschloss. Kappelgold. Ja, wie das Koppelschloss. Kann man gut verwenden, gerade für eine Spätkriegsdarstellung, wo man sich dann doch eher mal in eine Schlammpfütze wirft. Da muss es, sollte es, muss es aber nicht immer das Beste sein. Also da ist es dann nicht so. Wann wurde Stahl eingeführt? 1915. Vielleicht so, also muss ich jetzt lügen, ich denke aber auch schon früher, weil es ist halt eben bei dem hohen Menschenverschleiß, den man da hatte, war es weg. Seitengewehr, da hatten wir jetzt gar nichts zu gesagt. Da ist da die Repro, die so auf dem Markt gängig ist, die vernünftig? Die ist okay. Die ist okay. Also die kann man auf jeden Fall nehmen, die kann man nicht unbedingt auf ein originales Gewehr aufsetzen, aber Gewehr, muss ich euch nicht erzählen, kann ich euch nur sagen, könnt ihr in der Regel vergessen. Ist halt so, kriegst du nicht mehr. Musst du einen Stock nehmen. Musst einen Stock nehmen. Und Pengel. Da muss dann ja die Brünierung runter. Richtig, da muss die Brünierung runter, weil die originalen Seitengewehre, spitz, die waren natürlich nicht brüniert, jedenfalls nicht schwarz brüniert. Ja. Ne, das ist jetzt ein bisschen angelaufen, ist halt eben auch irgendwie hunderte Jahre alt. Ist aber ein Kammerstück, also das wurde nie an die Truppe ausgegeben. Ja. Hat keine Truppenstempel, hat nur Herstellungsstempel. Das ist in dem Fall Soling. Ja, habe ich auch für einen guten Preis bekommen, weil das wurde mal unfachmännisch angeschliffen. Warum man auch immer ein Seitengewehr anschaut. Und da sinkt, wenn man sowas bekommt, da sinkt der Preis einfach ins Lächerliche. Also ich habe für das Teil jetzt, glaube ich, 100 Euro bezahlt. Das ist ja für ein originales Seitengewehr echt schon ordentlich. Der Repo kostet ja so um die 60. Richtig, aber auch Glückssache. Hier, das ist ein SG-88-98 oder auch Aushilfsseitengewehr genannt. Die bekommt man bei IGAN für irgendwas zwischen 40 und 100 Euro. Also da braucht man auch nicht auf Repro zurück? Nein, überhaupt nicht. Gibt es auch eine Repro von? Ich denke nicht. Da gibt es auch keine Repro, nein, absolut nicht. Der Spaten. Ja, da möchte ich nicht drüber reden. Okay, ich sehe schon. Das ist nämlich ein abgeschliffener NVA. Der ist ein bisschen geschnitzt. Der ist gebastelt, ja, weil aber das Original kostet 380 Euro. Spaten hatten wir da. Habe ich hier. Ja, genau. Gibt's keine Repro. Gibt's keine Repro. Nein. Das heißt, da muss man wirklich gucken, sage ich mal so.
Aber da empfiehlt sich, wie im Zweiten Weltkrieg auch, das ist Millionenware. Und ich glaube, diese Ausführung mit diesem Ring hier, die gibt es noch viel, viel, viel häufiger als diesen Zweiten Weltkrieg. Man kann als Ausweichprodukt den polnischen Spaten nehmen. Es gibt einen polnischen Spaten, ich muss jetzt lügen, aus welcher Epoche, der ist bis auf kleine Details, ist der quasi optisch gleich. Das ist jetzt hier ein Original, hier mit den umgenieteten Laschen, Tritt-Verstärkung. Ja. Ist ja auch gestempelt. Bestimmt irgendwo. Ein Niet fehlt schon, aber... Ja, der ist auch nicht gestempelt. Schwach. Ja. Wie ihr jetzt in diesem Video gesehen habt, ist so eine Ausrüstung in einem hohen Qualitätsstandard für die WK1-Darstellung sehr teuer und aufwendig zu beschaffen. Wenn ihr mehr Filme im WK1-Setting sehen wollt, in denen wir gute Uniformen tragen und vorführen, dann unterstützt uns gern per Patreon oder lasst uns ein YouTube-Abo da. Das würde uns sehr helfen, weiterhin für euch Filme und Serien zu produzieren. Dann nochmal zu der Spätkriegsdarstellung. Brotbeutel wieder Nestorf. Sehr, also finde ich persönlich, sehr, sehr geile Farbgebung. Genauso wie beim Brotbeutelriemen. Wurde in einem Schilfgrün eingeführt und ich finde, Nestorf trifft diesen Farbton meiner Meinung nach richtig geil. Und welchen Handwerker ist Hefe? Das ist derselbe Handwerker, der auch den Riemen gemacht hat. Der macht nämlich diese Beriemung mit den Bezügen, mit diesen Ersatzbezügen und auch, also das ist jetzt ein Ersatzbezug aus Manchester Cord. Ja. Das ist ja super interessant historisch gesehen, wieso sie dann im Zweiten Weltkrieg wieder auf Filz zurück sind, wenn sie schon und dann ja sich wieder einen Ersatzstoff überlegt haben. Ja, also es gab diverse Ersatzstoffe. Das ist jetzt wie gesagt Manchester Cord, das ist Filz und es gab diese Bezüge auch aus Tuch. Mhm. Ja, also da hat man wirklich alles Mögliche für genommen. Und die Feldflasche, die hat jetzt ja auch ein bisschen anderen Verschluss. Ist das genau spät? Das ist, eine spätere Feldflasche, die ist verschraubt und die hier ist, wenn sie nicht bockig ist und ich jetzt Adam nicht alle seine Zähne aus dem Mund hau, bock, die ist verkorkt. Hm. Na, das ist quasi der Unterschied. Also, solange es verkorkst ist. Ist das auch eine Repo oder ist das ein Original? Nein, das ist eine Originalfeldflasche. Die habe ich geschenkt bekommen. Die war nicht verrostet, die hatte keine Löcher. Die habe ich einmal von innen, aber trotzdem nochmal zusätzlich entrostet mit Reis. Und den Bezug aus Manchester Cord und die Lederberiemung mit Korken, das war damit dabei, die habe ich halt nachfertigen lassen von diesem Händler. Der heißt irgendwie Brasislava, ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, wir verlinken den. Und wenn man nicht das Glück hat, die Original geschenkt zu bekommen, kriegt man die gekauft als Repo? Nein, also es ist nur die. Genau, es ist mir nicht bekannt, dass es die als Repro gibt. Mhm. Na, weil wie gesagt, bei denen hier hast du halt diesen Schraubverschluss und da passt dementsprechend leider auch die Beriemung nicht ran. Ja. Aber so eine originale Trinkflasche, Blanco, ohne Bezüge und alles drum und dran, bekommt man. Sollte man aber trotz aller Reinigung nicht draus trinken, ist halt... Nee, das ist ja meistens bei Originalfeldflaschen so. Und der Brotbeutel, sagtest du, ist von Nestorf. Das ist ja schon die späte Ausführung in diesem braunen Oliv... Schilfgrün. Schilfgrün. Schimpft sich das. Ja. Hier auch hat er, also die hat hier keine Befestigung, die hängt hier nur an diesem Haken. Richtig, die hängt da nur dran. Also das ist halt eben auch schon eine Sparvariante von der Beriemung. Die ist wirklich nur hinten rangeknöpft und hält quasi den Hals der Flasche. Mensch, das ist und ja den Korken. Stabil. Das ist wirklich eine Sparvariante. Okay. Aber der Brotbeutel sieht ja auch vernünftig aus, sage ich mal so, wenn ich jetzt den mir angucke. Ja. Im Gegensatz zu den Zweiten Weltkriegsstücken, die irgendwie alle Müll sind. Ja, es ist faszinierend, dass sie das dann hinkriegen, aber die WK2-Sache nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Was ist denn das hier? Genau, das ist der Köcher für das Dienstglas. Auch Nestorf. Genau, das Dienstglas ist ein Original. Die habe ich schon öfter mal gesehen, so in dieser Form. Genau, die bekommt man auch irgendwas zwischen 10 und 100 Euro. Also die Preise sind halt eben teilweise völlig verrückt, muss man ein bisschen suchen. Flohmarkt. Und auf den Flohmarkt gucken. Flohmarkt, eBay Kleinanzeigen, alte Omis ausrauben. Die sowieso. Was man halt so macht. Eben, die haben immer so ein Fernglas dabei. Einfach so ein Opernglas. Genau, und auf den Köcher nochmal zu sprechen kommen, wie schon gesagt, Nestorf Leder, das können die super gut. Und die machen diesen Köcher für das Dienstglas auch sehr akkurat. Also hier ist auch noch die Gebrauchsanweisung für ohne das. Ohne Schreibfehler? Hast du das geprüft? Soweit bin ich noch nicht. Na schade. Aber ist der nicht ein bisschen überdimensioniert für das Fernglas? Ja, Fernglas? Das Problem ist, dass das. Das ist ein Köcher für das Fernrohr 03 und ich habe aber nur das Dienstglas 08. Das geht natürlich gar nicht. Das geht nicht. Nee. Also da auch Nestorf? Genau. Das sind jetzt hier Koppelschlaufen, die sehen... Richtig. Die sind von Schuster's.
Schuster's? Ja. Stellt Schuster's auch? Schuster's? Das ist aber eher eine Sache, da würde ich drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Uniform reden. Okay. Na? Da behalte ich jetzt mal im Hinterkopf. Schuster's. Das Holster hier für die P08, das ist ja immer so ein Streitthema von der Form her und zumindest im zweiten Weltkriegsbereich, ich denke, das unterscheidet sich nicht groß, obwohl das auf der Rückseite hier mit 1916 gestempelt ist und auch braun ist. Richtig, das war braun, das habe ich selber nachgeschwärzt. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Kauft eure Ledersachen grundsätzlich in braun, in Natur, in Loga und schwärzt das selber. Mhm. Das sieht einfach viel, viel geiler aus. Nachvollziehbar aus. Auch mit dieser Nickelschnalle hier, ist das authentisch? Nee. Nee. Der Holster ist okay. Der ist von Hessen Antik, den kann man benutzen. Mhm. Er ist nicht todesauthentisch, aber es ist ein vernünftiges Leder. Aber sowas braucht man ja eher Unteroffizier und richtig. Mannschafter hat der dann keine Pistole. Ja, Mannschafter bei MG-Truppen, ja. Genau. Und sonst, es gibt auch Reproduktionen von dem leichteren Holster. Vielleicht die bessere Wahl. Und wenn man dann so die ganze Ausrüstung zusammen hat, dann fehlt da eigentlich nur noch die Bekleidung. Da fehlt nur noch die Uniform. Ist ja nix. Also man hat schon mal Schuhe, Ausrüstung, eine Kopfbedeckung im Idealfall. Genau. Apropos Kopfbedeckung. Richtig, das ist ein Einheitskrätzchen 17. Die wurden logischerweise 1917 eingeführt, da man für die alten Krätzchen, die ja noch die Waffenfarbe als Besatzstreifen hatten, die wurden ja abgetan mit so einem Mützenverdeckband. Hm. Und weil man dieses Mützenverdeckband irgendwo aus Rohstoffknappheit nicht mehr liefern konnte, hat man diesen rasenta-grünen Besatz, der auch an der Feldbluse 15 zu finden ist, quasi für die Verstöße und für die Waffenfarbe für alle Truppenteile übernommen. Bis auf Bayern, die haben das wie bei der Bluse gemacht, die haben dieses Rasenta-Grün nicht übernommen. Ja, die Bayern wollen immer eine Extra-Wurst. Genau, da ist alles aus Feldkorntuch. Eine Extra-Wurst, wurscht. Nee, ja. Du sagtest, Bekleidung, Schuster's. Jetzt haben wir hier die Bluse da. Das ist ja die 15er Bluse? Das ist die Feldbluse 15. Also das ist jetzt eine Maßanfertigung von Bernd Werle vom Bekleidungsamt 13. Der hat auch direkt eine Internetseite, Bekleidungsamt 13. Ist eine sehr, sehr coole Seite, sehr informativ, mit sehr vielen Bildern für Inspiration, was man so machen möchte, was es so für Waffengattungen gab. Also der macht auch Beratung quasi, wenn man sagt, ich möchte eine Bluse haben. Ja genau. Also das macht er auch, aber er hat halt eben schon eine super krass informative Seite. Hm. Ne? Also das sind überwiegend Waffengattungen der württembergischen Armee. Ja. Und aber da ist halt eben auch württembergische Jäger und Ulanen und er hat einige Sachen. Aber du könntest ihm sozusagen sagen, ich möchte diese Einheit darstellen, also jetzt brandenburgische Infanterie darstellen und der weiß, was genau, du brauchst. Genau, also mit ein paar Sachen spricht er sich dann mit dir ab. Ja. Und klärt dann genau was, wie, wo, was sind deine Extrawünsche, wie bei mir das MG-Scharfschützenabzeichen. Die muss man dann natürlich selber liefern, also der hat die ganzen Abzeichen nicht da. Die muss man halt beschaffen und ihm zuschicken und dann verbaut er die. Aber sieht ja vom Stoff auf jeden Fall richtig gut aus, wenn ich mir so die WK2-Blusen von der Stange angucke. Also das ist ein Waldloden, der genauso hergestellt und gefärbt wird wie früher auch. Das ist so das allerhöchste und authentischste, was ihr euch an Uniformröcken beschaffen könnt. Klingt teuer. Klingt richtig teuer. Was ist der Kostenpunkt für so eine Bluse, wenn sie denn fertig ist von den guten? Also mit Originalknöpfen ist man bei roundabout um die 700 bis 800 Euro, so um den Dreh. Das schwankt immer ein bisschen nach Aufwand. Ist ja eine Hausnummer. Ist eine Hausnummer. Gibt es denn was nächstbesseres für den kleineren Geldbeutel, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt keine 700 Euro über... Richtig, also die nächste Stufe drunter wäre ja Rema. Ja, Rema. Ja, die kennt man ja auch. Ja, Rema Munderi. Der hat aber leider dasselbe Problem wie das Bekleidungsamt, das sind Ein-Mann-Armeen. Mhm. Also wenn man dort bestellt, bekommt man die Qualität für den entsprechenden Preis, je nachdem. Ne? Aber man hat die Wartezeit. In der Zeit kann man ja zum Beispiel nach dem Helm suchen. Das stimmt. Am besten würde ich ja fast sagen, dass man mit der Bekleidung anfängt, weil das sind fixe Kosten, die hat man immer an. Genau. Und die Ausrüstung sich dann so zusammen. Richtig, man kann quasi die Wartezeit zur Herstellung der Uniform nutzen, um sich wirklich ein gutes Equipment zusammenzusammeln. Dann kann man das auch stapeln, man muss nicht alles mit einmal ausgeben. Die Geduld muss man halt mitbringen. Ne? WK1 ist immer das Problem, die Geduld muss mit. Hm.
Und bei Rema-Corsena, was kostet da so die Bluse? Weißt du das? Hast du ja schon mal gehört? Also die... Übrigens auch sehr zu empfehlen für zweite Weltkriegsblusen. Ja, also die Stoffqualität ist ähnlich, aber er hat ein, zwei Schönheitsfehler drin, aber da kann man... Das geht zu doll in die Materie. Die M15-Bluse, das man ungefähr bei 250 Euro in dem Dreh, finde ich fair. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein früher Rock werden soll mit brandenburgischen Aufschlägen, da ist man halt eben auch bei 400 Euro. Man muss natürlich aber auch sehen, dass so eine erste Weltkriegsbluse natürlich um einiges aufwendiger gestaltet ist als die im Zweiten Weltkrieg. Ja. Die ist auch viel länger mit der verdeckten Knopfleiste hier. Das ist, du hast natürlich nicht die, doch, du hast auch Taschen unten und ich glaube bei den Späten hast du auch oben aufgesetzt. Das ist ja die Späte. Das ist schon die Späte. Also die aufgesetzten Taschen, das hatte was mit dem Rang zu tun. Die wurden dann aber tatsächlich aus Materialknappheit verboten. Es gab aber halt eben so... Rebellen, Privateinkleider, die haben das halt einfach gemacht. Richtige Punks. Richtige Punks. Auf jeden Fall. Schön. Und hier haben wir jetzt quasi die frühe Variante der genau. Feldbluse, des Feldrocks. Wie heißt das? Das ist jetzt der Feldrock nach Landsturmschnitt. Landsturmschnitt. Richtig, also in Reenactor-Kreisen nennt man den halt einfach M13, Modell 13. Und der ist natürlich dementsprechend auffälliger. In meinem Fall ist er etwas dezenter, weil er hat nämlich die schwarzen Vorstöße am Kragen und an den Aufschlägen für die Artillerie. Ist das, das ist doch der, der in unserem 1914 Video zu sehen ist. Genau, das ist derselbe Rock, nur für eine andere Waffengattung. Ja, da war ja alles rot. Richtig. Rot ist Infanterie gewesen im Ersten Weltkrieg. Ja. Ja. Genau. Die Schulterklappen waren bei dem Modell noch zum Knöpfen. Und warum sind die weiß? Die Vorstöße? Das ist stark regimentsabhängig. Okay. Also nochmal komplizierter als bei der Fußartillerie. Das ist richtig kompliziert. Gut. Weil bei der Fußartillerie waren die alle einheitlich weiß und bei der normalen Feldartillerie hat das je nach Regiment konnten die auch blau sein, konnten die gelb sein. Und das ist ziemlich verrückt, das zu erklären, da steckt kein Mensch durch. Aber was natürlich gut ist, für den Endverbraucher, sage ich mal, bei den Blusen, du musst keine Kragenspiegel aufbringen, du musst natürlich den Brustadler aufbringen. Die sind dann so, wie du sie hier bekommst. Anziehen, fertig. Richtig. So wie man sie bekommt, kann man sie anziehen. Da muss man jedenfalls bei den Modellen nichts weiter dran machen. Man muss keine Knöpfe austauschen. Und genau das ist das dazugehörige Krätzchen oder die Feldmütze, auch mit der schwarzen Waffenfarbe. Wo kommt die jetzt her? Die ist ja... Die ist auch vom Bernd Werner. Ach, Bernd. Richtig, also vom Bekleidungsamt 13. Also quasi der gleiche Hersteller wie die. Richtig, steht auch drin. Es ist auch immer Bekleidungsamt 13 reingestempelt. Ja, tatsächlich. Ja. Den kann ich auch finden. Und das ist, also finde ich, sehr hochwertig gemacht. Da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist Museumsqualität. Mit den Kokarden sahen die so aus? Oder? Ja, also die Kokarden, die hier jetzt noch vernäht sind, zu meiner Schande, das sind China-Reproduktionen. Mhm. Da grinst doch schon. Weil genau ist das nicht, das ärgert. Mhm. Die kannst du schlecht vergleichen, weil das sind gesplintete Unteroffizierskokarden. Es tut mir leid. Ja. Aber das kennt man also von Bildern, das Verhältnis ist. Richtig, das Verhältnis ist ein anderes der Farben. Mhm. Aber die, wenn du die kaufst, dann kriegst du auch die Kokarden nicht dazu, sondern... Nein, du kannst die Kokarden separat dazu kaufen und ihm schicken, dann bringt er dir die an. Mhm. Oder du machst es halt selber. Das ist wie ein Knopf annehmen, das ist jetzt im Endeffekt, ja. Gibt es da Empfehlungen, wenn du sagst, gut, jetzt China vielleicht nicht? Abzeichenorden, ja, auch da kann ich den Kammerbullen empfehlen. Also die Seite heißt kammerbulle.de und der macht, wie gesagt, der macht viele Abzeichen, der macht Knöpfe, Helmzeraden, Kokarden, alles Mögliche. Der macht auch Mützen. Mhm. Und das kann ich auch empfehlen, da sind auch hochwertige Sachen da. Das Problem ist, dass viele dieser Seiten, die haben keine Preise auf ihren Seiten. Also da fragst du dann erst nach und dann je nach die Materialkosten. Haben, kann man sich das natürlich auch vorstellen, dass wenn jetzt Stahlkosten in die Höhe gehen oder Messing oder dass es natürlich dann entsprechend teurer oder günstiger ist. Aber ich denke, wenn man ernsthaft Reenactment betreibt und dann auch auf dem Level, dass man sagt, man möchte es wirklich vernünftig machen, dass dann 5, 6, 10, 20 Euro mehr oder weniger da jetzt nicht da so muss man entscheidend sein richtig, soll. Richtig, da muss man mitrechnen. Also wie gesagt, originale Kokarden, Mannschaftskokarden kosten pro Stück 30 Euro. Hm. Das ist natürlich frech. Dann haben wir fast alles. Hosen, was gibt's da? Oder auch einfach Herr Rehmer als komplett? Ja genau, also Hosen, ich habe sie natürlich vom Bekleidungsamt. Natürlich. Gönnt sich ja sonst nichts. Da kann man auch Rehmer nehmen, das geht immer, je nachdem welche Zeit. Also es ist immer steingrau bis auf die letzten Kriegsmonate. Da hat man dann auch feldgraue Hosen ohne
rote Vorstöße benutzt. Haben die, die schneiden ja immer nach Maß. Ja. Richtig, also nach Auftrag. Das heißt, genau. Man muss sich dann auch zu Hause ausmessen. Richtig. Du bekommst, also beim Bernd Werle ist das wirklich so, du bekommst von ihm eine Skizze, was du wo und wie ausmessen musst. Und dann da eintragen. Richtig. Also und dann schickst du ihm die Maße und der sagt dir auch, also der hat richtig Ahnung von Körperproportionen. Wenn er sagt, okay, hier kommt mir gerade irgendwas Spanisch vor, misst bitte nochmal deinen Arm. Ich glaube nämlich nicht, dass der 1,20 Meter lang ist. Ja, Slenderman. Dann sagt er dir das auch. Ja. Und der sorgt auch dafür, dass das Ding zum Schluss vernünftig sitzt. Das ist wirklich eine feine Sache. Ja, das kenne ich ja aus dem Zweibäckis-Bereich, dass er Erema da relativ gute Arbeit leistet, was so maßgeschneiderte Sachen auch angeht. Ja. Erema, wenn du sagst, dass das nur sozusagen die Creme de la Creme ist. Ja, also klar, ja. Es gibt immer einen größeren Fisch. Dann haben wir Schuhe, Ausrüstung, Bekleidung. Jetzt fehlt eigentlich noch das Entscheidende, der Knallstock. Der Knallstock. Was mache ich da? Ich kann ja schlecht mit einer P08 noch rumlaufen. Waffenschein machst du da. Waffenschein. Das Problem ist halt eben, dass... gibt es Repro G98? Nein. Es gibt Airsoft-Varianten aus Finnland, aber die bekommst du natürlich in Deutschland nicht legalisiert. Ich meine, gehört zu haben, dass man in Polen sich welche bauen lassen kann. Genau, da handelt sich das aber, soweit ich weiß, um den Karabiner 98A. Ja. Von einem Gewehr 98 weiß ich nichts, aber vielleicht weißt du da mehr. Das kann ich auch nicht genau beantworten. Da müsste ich nochmal den guten Alex fragen, der in unserem ersten Weltkriegsvideo dabei war. Ach doch, stimmt. Ich glaube, der meinte nämlich, der meinte zu mir, dass er eventuell was in Aussicht hat, aber da ist wohl noch nichts komplett. Ja. Und das ist wieder so eine Sache, bestellt man was und dann wartet man locker ein halbes Jahr, weil es auf Maß gemacht wird. Und bei Repro-Gewehren muss ich sagen, da glaube ich erst dran, wenn ich es in der Hand habe. Ja. Also ansonsten natürlich jetzt durch die Waffenrechtsverschärfung, da haben wir auch ein Video zu gemacht, tatsächlich sogar genau hier, in einem ähnlichen Setup. Ja. Da ist es ja so, dass man jetzt natürlich extrem beschränkt ist, wenn man jetzt nicht gerade noch zufällig einen G98 zu Hause rumliegen hat. Richtig, Altbestand ist immer legal bei Dekowaffen. Das ist wichtig, das zählt nicht für Salutwaffen. Ich hatte Glück, ich habe noch ein originales Deko-Gewehr 98 gekauft und Altbestand bleibt halt eben meldefrei, bis es den Besitzer wechselt oder es vernichtet wird. Was wäre schade wäre. Gibt es sonst irgendwie eine Alternative, was Bewaffnung angeht oder wie ist das bei, sag ich mal, wenn man auf ein Event geht, gibt es da Leihwaffen oder wie funktioniert es dann, wenn jetzt die rechtliche Situation so kompliziert ist? Es ist richtig schwierig. Also auf privaten Events, die nicht öffentlich sind, da besteht natürlich die Möglichkeit, sich einen Deko-Gewehr auszuleihen, wenn man jemanden kennt, der sowas zu verleihen hat. Na, aber sonst ist Gewehr, finde ich, wirklich ein super schwieriges Thema. Okay, und wenn man dann... gibt es da so eine Anlaufstelle für so, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt vielleicht nicht ganz alleine Reenactment machen? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wo man in Deutschland herkommt. Mhm. Also es gibt natürlich diverse Vereine und Interessensgemeinschaften. Also in dem Verein, in dem ich bin, der ist eher in Thüringen vertreten. Das ist der Verein Historische Uniform von 1871 bis 1918 e.V. Kurzer Name auf jeden Fall. Also das ist richtig kurz. Ne? Also man kann auch einfach VHU. Also man kann den Verein auch abkürzen, indem man einfach VHU sagt. Mhm. So, das ist einfach. Da findet man den auch, oder wir verlinken den einfach mal. Wir können den einfach verlinken. Ja. Genau. Dann verlinken wir den. Und dann gibt es noch den Verein, in dem zum Beispiel auch der Bernd Werle drin ist. Das ist die DSM 1918, also Darstellung Süddeutsches Militär. Süddeutsches Militär klingt schon nach Bayern, Baden-Württemberg. Genau. Ich denke, wenn man da entsprechend vorlegt, die haben einen sehr hohen Standard selber. Und ich denke, die nehmen auch Leute auf, die Preußen darstellen. Ja, wenn man jetzt das Glück oder das Pech hat, in Norddeutschland zu wohnen. Du meinst, wenn man ich ist? Wenn man das Pech hat und oben an der Küste wohnt, gibt es da was in der Nähe? Gibt es da irgendwelche Vereine, wo man sagt, nach Bayern fahren, ist ein bisschen weit? Also mir sind keine bekannt. Die sind keine bekannt? Nein, also mir sind keine bekannt. Interessensgemeinschaften eventuell. Ne, wobei halt eben nennenswerte Interessensgemeinschaften wie die IG 1918, die
möchte ich meinen sitzen auch in Süddeutschland. Aber wenn ihr welche kennt oder vielleicht sogar Teil von einer Reenactment-Gemeinschaft seid, die vielleicht in Norddeutschland sind und ja, vielleicht sich jetzt nicht genannt fühlen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne kommentieren. Oder generell, wenn ihr Mitglieder sucht oder selber Mitglied werden möchtet bei irgendwelchen... Also wir suchen immer für die Maschinengewehr-Scharfschützen-Abteilung 34. Maschinengewehr-Scharfschützen, das Maschinengewehr-Scharfschützen. Da könnten wir vielleicht mal ein Video drüber machen. Haben wir da nicht schon ein Video drüber gemacht? Nein. Ach nein, nur über die Uniformierung. Mhm. Da könnte eventuell was kommen. Ansonsten denke ich, dass das jetzt ein ganz guter Überblick war, was man wo bekommt. Gibt es dann irgendwie, wenn du sagst, wenn man gar keine Ahnung hat, gibt es da ein Buch, wo du sagst, das würdest du jetzt empfehlen? Es gibt diverse Bücher, aber ich habe ein Buch mitgebracht, was ich für jeden Einsteiger immer sehr empfehlenswert finde. Und zwar ist das die feldgraue Uniformierung des deutschen Heeres von 1907 bis 1918. Ich habe jetzt nur Band 1 mit, den gibt es immer im Doppelband. Da sind leider nur sehr sporadisch Bilder drin, aber es wird halt eben sehr detailliert beschrieben, wann, wo, wie, welche Veränderungen an welchem Uniform und Ausrüstungsstück eingeführt wurde. Hm. Also es ist wirklich ein geiles Buch. Erfahrungsgemäß oder was ich jetzt so vom optischen Eindruck auf jeden Fall aus dem Ersten Weltkrieg mitgenommen habe, sage ich mal so, die Änderungen waren auf jeden Fall schneller und vor allem drastischer, als wenn man sie im Zweiten Weltkrieg... Ja, da war man im Ersten Weltkrieg sehr radikal, aber ich denke, das wäre schlauer, wenn wir da auch nochmal ein extra Video zu machen, wo wir beschreiben. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, versteht sich, wenn ihr Lust habt. Schreibt in die Kommentare. Schreibt generell in die Kommentare, wenn euch das Thema Erster Weltkrieg generell noch mehr interessiert. Vielleicht wollt ihr auch über die Ausrüstungsgegenstände einzeln noch was erfahren, was man da noch wissen wollen. Da kann man auf jeden Fall sehr lange drüber reden. Das war jetzt ja erstmal so ein kleiner Abriss und wo man nachschauen sollte, was man meiden sollte, was man braucht, wer ja da die Ansprechpartner sind oder eben Bücher. Gibt es ansonsten so eine Nachschlage-Internetpräsenz, wo du sagst, die kannst du den Leuten ans Herz? Ja, Internetseiten ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, Bekleidungsamt 13, die Seite, selbst wenn ihr da nichts kaufen wollt, der hat eine extra Kategorie, die Uniformierung von 1907 bis 1918. Auch immer mit einem kleinen Text dazu, was jetzt gerade getragen wird und welche Ausrüstung der trägt. Und sonst sind es halt eben wirklich die Bücher vom Verlag Militaria. Gibt es, wie gesagt, das genannte Buch. Und da gibt es auch noch die Uniformierung und Ausrüstung der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Das ist eher ein bebilderter Band, dass man sich da halt eben nochmal Inspiration holen kann. Ja, und das sind halt eben so diese hauptsächlichen Nachschlagewerke. Das sind diese Bildbände, dann diese der alte Kraus. Da ist wirklich alles drin beschrieben, was man braucht. Und es ist auch sehr verständlich geschrieben. Bloß nicht billig kaufen. Also billig kaufen würde ich auf gar keinen Fall beim Stahlhelm. Das muss ich nur immer wieder sagen. Ich weiß, dass es verlockend und natürlich viel einfacher ist, irgendeine Schrottrepo zu kaufen, sich die auf den Kopf zu setzen. Aber selbst der Shop, der den größten Quark verkauft, hat dann diesen einen Gürtel, der dann geil ist. Okay. Ne, das ist halt immer das Problem. Das ist so ein bisschen, habe ich schon so und so erlebt. Also immer Rosinen picken. Genau, das ist immer das Schlauste. Und da nutzt halt eben, wie gesagt, das Belesen am meisten. Vielen Dank, Philipp, für deine Wissensvermittlung. Immer gerne. Und deine, sage ich mal, Vorschläge der Ausrüstung und der Empfehlungen. Ansonsten, wie ich bereits sagte, wenn ihr irgendwelche Themen, Fragen, Wünsche, Vorstellungen habt zum Thema Erster Weltkrieg oder auch Zweiter Weltkrieg oder Ausrüstung, Shops, sollen wir das so auch vielleicht für die Zeit 39 bis 45 machen? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Würde dich interessieren. Mal schauen. Vielleicht schreibe ich es ja in die Kommentare. Ansonsten bleibt gespannt, was auf dem Hauptkanal so passiert in die Richtung. Mal ein bisschen, dass da eventuell schon was in der Mache ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.